Hallo Leute, hier ist mal wieder Sers 1 zu 1 nach einer langen Pause. Und wir machen doch gleich mal beim Turm der Macht weiter. Mal sehen, wie es wird. Scheitern oder nicht scheitern, das ist hier die Frage. Ich tippe höchstwahrscheinlich aufs Scheitern, weil ich derbe absacken werde, so wie immer. Jupp, da platziert mal einfach mal mein Wurm, lässt er mal auf den Dingsbums hier fallen. Ja, und das sollte in Zukunft nicht so schnell klicken, ansonsten würde ich mich verbauen, aber das war zum Glück richtig so, da wo der Turm steht. Ja, und welches spackende Team schieße ich ab? Keine Ahnung, muss ja irgendeinen treffen. Vollidiot bin ich. Ja, ja, das kennen wir schon. Wo soll ich denn ein bisschen riechen, wie der Wind so den Pfeil hinweht? Ich sehe zwar nur Gegenwind, aber ich dachte, er bläst den so in meine Richtung noch mehr. Normalerweise hätte ich eigentlich so ein bisschen Artis gedisst und ihn als Feind betrachtet, so krumm er wie er mir kommt, aber das habe ich aus bestimmten Gründen auch gelassen. Nicht, weil ich Mitleid mit ihm habe oder sowas und die Playlist läuft, sondern weil ich ihn schon ein bisschen in Els getrollt habe mit Kuczynski und Kiri. Ja, das ist jetzt blöd, dass jetzt mein Turm da angeschossen wird. Der Turm wird auf jeden Fall verschwinden. Oh, danke für die Auskunft, dass da eine Mine liegt. Na, fliegt schon der ein oder andere? Ja, der wird gleich wegfliegen, vor wenn der Turm weg ist. Da bauen wir hier hin. Der Kuczynski regelt das schon. So. Hab ich jetzt das gute Zielen? Ich bezweifle es. Aber man versucht es ja. Sieht gut aus. Ein bisschen verfehlt, aber ich habe immerhin was getroffen. Sogar doppelt. Gar nicht schlecht. Ah, derjenige, der das kombiniert hat für Need for Speed 3, ist ein echtes Genie, ey. Ja, der Knopf. Da kommt wieder Feuer auf. Und dann die Grünen. Ja, der ist weggeflogen.
ziemlich die einfachste Logik. Das ist momentan der nächstbeste, abschießendste Turm. Ich glaube, jetzt wird jemand fluchen. Oder auch nicht. Wir werden eben von der Kiste abgelenkt. Okay, die holen sich den Turm. Soll ich es riskieren? Erstmal die Mine hier auslösen, die stört. Gut, immerhin aus dem Radius weg. Komm, sei was Nützliches. Diese Kiste, das beinhaltet einfach. Na, mal schauen, ob ich da... Wie lange habe ich es verzögert? Noch zwei Züge. Das könnte ich eigentlich sehr pussyhaft machen. Dümmlich wegspringen, so wie immer. Aber irgendwie bezweifle ich, dass das jetzt den Turm anlockt. Wahrscheinlich werden sie auf meine Schwachstelle zielen. Ist nur eine pessimistische Vermutung. Okay, hab mich geirrt. Manchmal tut es gut, auch mal falsch zu liegen. Ja, der hat was erwischt. Nochmal meinen riesen Freiflug verdient. No reaction. Wenn ich diese Musik schon höre, dann kriege ich doch tatsächlich wieder Lust auf Need for Speed. 3. Ich habe das Teil schon ungefähr um die 8 Jahre nicht mehr angefasst. Und ich habe noch nichts verlernt. Interessant, was da jetzt da rumliegt. Ich hoffe, sie zünden diese Wackelkiste nicht an. Okay, ich komme wenigstens zu einem Mercury dran. Oder? So Kiri, du baust erstmal hier. Vielleicht hätte ich ja zuerst die Waffenkiste bauen sollen, weil ich habe immer Angst, dass die Waffenkiste dann später so begraben liegt unter den ganzen Verbindungen. Und ich kriege einen Papst. Na gut, dann werde ich die Roten abschießen müssen. Ich wüsste eine Ziel für die Roten. Ich glaube, das wird nicht so gut geplant wie... Nee. Das war nicht so toll. Das war auch komplett völlig... Oh, ich ziehe einfach mal irgendwo mit einem Belagerungsunterricht daneben. Blöd gelaufen für mich.
man sieht mal wieder, dass ich vor lauter Hass absolut nicht mehr nachdenke. Das ist nicht lustig, das ist wirklich scheiße, das ist nicht genug. Okay. Ich kann schon riechen, dass ich der Nächste bin. Aber Hauptsache, ich habe meinen Bergfried. Ich habe meinen Bergfried immer noch. Das Teil ist leider kaputt, das heißt ja, eindeutig. Da kommt ein Schmetterwerfer geflogen. Jo, nordwestlich zieht's. Und da wird gleich die Ananas explodieren. Und Kojinski sollte aufpassen. Hinter ihm wird gleich was hochfliegen. Papst dazu reicht. Wir werden sehen, wenn der auf den Turm einschlägt. Das wird nicht so schön. Oh verdammt! Ja, das hat gerade noch so gereicht, weil die Einschläge gut waren. Und der Shiro hat etwas abbekommen. Not nice. So, meine Wenigkeit. Guten Tag, Kiri. Okay, das wird jetzt was. Schön platziert zu werden. Schön zerstört. Hier habe ich immerhin nachgedacht. So kommt man immerhin zu dem größten Erfolg in Worms. Na, wo wird er hinfliegen? Auf den Turm anscheinend. Yep, da drüben. Ich glaube, ich werde dann mit der Minikanone dort hinschießen. Also da, wo die Böen gestanden sind. Uah. 22 Uhr nachts. Jetzt braucht man sich nicht wundern, warum ich schon geagent vorm Rechner sitze. Aber eine Aufnahme ist schon lange überfällig. Ich hatte zwar einige Aufnahmen, aber das waren schon richtige Rage-Momente. Das ist fast so, als würde man bei einem Amokläufer beim Let's Play zusehen. Und das wäre wirklich nicht schön. Da sollte ich mich noch ein bisschen geistig normal verhalten. Auch nur ein bisschen. Ausrasten tut ja jeder mal. Ja, der Turm ist futsch, ne? Genau in dem Zentrum zwischen den vier Grünen. Da muss ich dringend hinsehen. Ja, das ist komplett im Zentrum. Jo, aber ob sie überhaupt drankommen, bevor denen das Teil weggeschossen wird? Ich glaube, ich werde da trotzdem mit der Minikanone feuern, selbst wenn sie mit einer Balliste den Turm auseinandernehmen. Es ist mir doch so egal, ich will nicht wissen, was sie in dieser Kiste erwarten werden. Ja, so wunderhaft, ja. Das will ich nicht. Das wäre scheiße. So.
Kordinski, du machst jetzt erstmal eine Hamsterkanone klar. Jawohl, da habe ich was zum Explodieren gebracht. Und das war dieses komische Kistenteil. Wenn es ein Labor war, dann ist es zwar schade, aber so kriegen es die Gegner immerhin nicht. Und dann hol die Kiste, die ist doch gleich nebenan. Wo es dem einen oder anderen gelingt, es Folie zu holen. Was planen die Gegner? Splitterwerfer auf der Rote. Ich habe momentan eine etwas weiße Weste. Hier wurde zwar eine Schwachstelle weggeschossen, aber das passiert ja. Türme und Schwachstellen bekommen eben nicht gut. Sind eben so magnetisch anziehend für andere. Vor allem, wenn es schon beschädigt wurde. Jo, dann landen sie solche Schüsse. Protzen dann überall rum. Ja, dem gibt man die Chance, diese Kiste zu holen, also wird er sie auch nutzen. Es sollte aber lieber kein Wunder beinhalten. Alles andere ist mir völlig egal. Selbst wenn es eins dieser illegalen Bergfriede ist. Okay. Ich glaube, er zielt auf den Turm. Oh, bist du ein mieser Drecksack. Ah, bist du fies. Der hat den Turm abgeschossen und danach den Wurm, weil er anscheinend nichts Besseres zu tun hat. Ja, schieß aufs Fass, damit ich mich erschrecke. Ja, aber bitte nicht, ich möchte kein Herzkasper haben. Ohne Probleme, weggeschossen. Ich glaube, mit dem Mauler wird eine Zeit fliegen. Wow. Ja. Am Rande, ne? Risiko muss doch einfach sein. Ich hoffe, dass ich nicht abgeschossen werde. Und zwar massiv. Aber der Turm ist schon richtig ablenkend. Das bedeutet, ich würde noch Luft kriegen. Ja, mit den Roten habe ich noch eine Rechnung offen. Ich hoffe, das geht. Das müsste gehen. Ich müsste was treffen. Ja, ja. Ist mir vollkommen egal was. Hauptsache etwas. Und das ist ein schöner Damage. Das ist ein schöner Damage, den ich hier angerichtet habe. Das läuft für den Anfang ganz gut. Ich habe zwar einmal mit Kiri verschossen, aber das ging auf meine Kappe. Und hier werde ich wenigstens nicht so brutal gemobbt wie in den Partien, die ich nicht aufnehmen wollte und ich komplett am Ausrasten war. Ja, und das lockt schon die Gegner an. Wen hat es gewundert? Also mich schon mal nicht. Der Turm ist wieder mal zerfallen. Bin gespannt, ob sie einen Bergfried oder sowas gezogen haben. Ja, der Start schon Bauklötze. Momentan nichts Sichtbares. Er könnte Labor, Wunder, Waffenschmiede, Krankenhaus, eins von diesen Dingern gezogen haben, weil sonst hätte ich den Bergfried instinktiv gesehen. Das könnte gefährlich werden, wenn es ein Wunder ist.
Okay. Ja, yep, der Sudden Death hat schon über die Hälfte erreicht. Und dass das den Angriff überstanden hat, ist schon richtig beeindruckend. Aber irgendwie kommen die Gegner kein Stück weiter. Sie sind immer noch bei ihrem Turm. Aber es liegt auch teilweise daran, dass sie sich gegenseitig wegschießen und ich dann irgendwo einfach mal nebenbei mit einer Bergfried-Rache rumzicke. Okay. Kistenregen, aber er holt sich nur eine Kiste. Sie an Schwachstelle entdeckt. Hä? 57. So. Keine Probleme momentan. Aus dem Nordwesten. Noch alles Palette hier. Erstmal Medikamone einsammeln. Und ich habe Angst, dass ich aus Versehen irgendwie was ganz Bescheuertes anstelle. Deswegen zentriere ich die Kamera lieber. Okay, wen ärgere ich jetzt? Wen ärgere ich jetzt? Ich glaube, ich nehme hier mal die blauen vor 3 Sekunden und mal schauen. Ich hoffe, das wird was. Ein richtig fetter Einschlag. Da sieht man schon, wie gemein ich bin. Wenn er aber sich schon gefragt, warum ausgeredet uns, warum das nicht die anderen Trottel? Stimmt, und jetzt, wo ich es mir gerade bedenke, hätte ich vielleicht doch tun sollen, aber ich habe ja hier momentan ein bisschen alles sicher. Das Einzige, was hier zerfallen könnte, ist nur der Turm. Alles andere ist gut abgedeckt. Und sonst bekriegen sich die diese hier. Umso besser. Ja, ich wünschte, ich hätte so viel Glück damit. Dass es nicht andauernd ständig in diesen Gulli da fällt. Man soll es so abrollen und weiterrollen. Allerdings war das nicht so effektiv, wie es ausgesehen hat. Ich nähere mich schon meinem Zitadellenbau. Das nenne ich mal eine gute Partie für mich. Sonst habe ich ja immer das Pech, dass mir das eine oder andere weggeschossen wird. Aber ich denke, die Gegner haben irgendwie ganz andere Ziele. Ja, der Turm ist erstmal weg, ja. Der andere auch fast und Lord Death landet noch am Rand dieses Gulli, was auch immer, Abwasserteils. Ja. Eine andere Baumöglichkeit ist denen nicht gegeben. So sind die KIs programmiert. Wow, dann lass es ja mal ein Schuss. Der ging steil nach unten.
das war die Festung, oder? Ja. Das war der, ich habe vergessen, wie Festung auf Englisch hier heißt. Egal. So, und weil wir eine Mini-Kanone haben, nutzen wir sie auch gleich. Schnell weg hier. Also das ist schon mal kein Bergfried mehr. Zumindest nicht für meine Augen. Ein Crab-Haufen vielleicht. Weil da taucht nicht einmal eine Waffe was. Oder? Nein, er springt zum Turm weiter. Starten, go! Zack! And fly away. Ja, die Kiste wird höchstwahrscheinlich auch gesprengt werden. Auf Kommando geflogen. Okay, jetzt haben Sie ein Bergfried. Mal gucken, was Sie damit machen. Nimmt der Minikanone was vorschwächen. Ja, weil dieser eine Kühlschrank Treffer auch sehr hart war, werden sie die Festung noch mit anpacken und abschwächen. Gut für mich, wenn ich dann mit meinem Armageddon komme. Na, bauen ist für sie nicht. Und für eine Reparatur ist es noch relativ zu früh. Weil das ist noch nicht unter die Hälfte gefallen. Stimmt, es hat mich irgendwie interessiert, warum sie nicht die Grünen mit diesem Schrottbergfried beschossen haben. Lol, was habe ich denn da gemacht? Genießt oder was? Halt, stopp, mal gucken, keine Minen, weit und breit. Also wird der Kocinski ihm erstmal die Waffenkiste holen, die da vorhin gefallen ist. Oh, ganz ruhig. Okay, Napalmangriffe, ha? Ach, blöder Turm, ey. Denn die Kamera an sich behindert. So, Raketenwerfer, das wird schon mal schief gehen. Oder ich schieße hoch genug, dass ich... Ja, das sieht gut aus. Autsch. Dem habe ich den Turm oder den unter seinen Füßen weggenommen, oder etwa nicht? Ach, den habe ich einfach nur weit fliegen lassen. Kommt mir so vor, als hätte er irgendetwas von WoW zitiert. Elf wollt mit mir nach Draenor oder sowas. Ach, ich hätte nicht so viel von diesem Kesslers Kriege schauen sollen. Okay, das ist jetzt blöd, dass der Kocinski da oben hängen geblieben ist. Weil dann der Sun Death Unschönes machen würde. Aber dieses eine Geschimpfe, das die Roten genutzt haben, habe ich so extrem selten gehört. Eigentlich fast gar nie. Irgendwas mit Storm, irgend so ein Kack und was auch immer. Drogen und so ein Mist.
Der Sudden Death nähert sich. Nähert sich ganz heftig. Nö, der geht auf die Grüne. Na los, ab in den Südwesten damit. Ja, der Graphit, der hat was abbekommen. Und ich glaube, der wird auch... Ja. Wie knapp es mit den Würmern sind. Meine Würmer fallen einfach so ins scheiß Abbulli-Deckel, was auch immer das sein soll. Ich habe immer das Glück, dass sie an immer fetten Rand dran landen. Aber diese Partie verläuft schon richtig gut. Da sehe ich schon optimistisch voraus. Die Partie ist schon so gut wie mein. Von diesem Teil da weggeschoben. Es geht los. Lass die Folter beginnen für die anderen. Und das wird natürlich der Hendrik für mich tun. Your doom, everything! Everyone, meine ich. Jo, Alter. Ja, die Grünen sind komplett von der Rolle. Die wurden extrem schnell ausgeschaltet. Und meine Verbindung ist sogar noch ganz geblieben. Grün, sagen Ade. Ja, was wohl in dieser Kiste ist, werde ich glaube ich später rausfinden. Ich werde dann später ein Tribut auf die Roten abfeuern. Hat nur größtenteils auch die Roten erwischt, die Blauen sind unverschont geblieben. Der Sandef ist in einer Minute da. Und wird alle foltern. Ich muss es schnell hinter mich bringen, bevor ich wieder weitere tragische Verluste hinnehmen muss. Ach, da kommt schon der Mörser an dem wissenschaftlichen Labor geflogen anscheinend. Jo, knapp! Das war kein Fass, das war ein Teil des wissenschaftlichen Labors, da weggesprengt wurde. Es hat schon so ausgesehen, als wäre es ein Dynamitfass, aber no. Schnell, der Sun Neff lauert, macht hinne! Wo wieder alles in meinem Park im Chaos verfällt. Ja, mal eine Mazuka zücken. Das würde wahrscheinlich mit Labor super wegstecken. Der grüne Rauch ist zwar verschwunden, aber dafür kann ich jetzt eine Waffenschmiede errichten. Da oben kommt keiner ran, ne? Ja, ich muss schon richtig bescheuert sein, wenn ich da eine Waffenschmiede bauen will. So, die Roten kriegen ein welchiges Geschenk von mir. Eins. 2 sieht gut aus. Bam!
Okay. Geri hat perfekt getroffen. Und somit ist das nächste Team aus dem Verkehr gezogen worden. Das wird eine Sprengung. Kai-Team, eins ist ebenso draußen. Yep. Schaut euch Kiri an, der freut sich wie ein Schnitzel. Und dann kommt das Gift natürlich mit dazu. Darf ja natürlich nirgends fehlen. Ich glaube, dann werde ich wahrscheinlich mit einem Esel abfeuern und wenn ich Glück habe, explodiert er. Und dann habe ich ohne große Verluste die Landschaft hier bestanden, genauso wie den Part selbst. Ich sollte nicht alles so pessimistisch sehen. Ich riech schon, wo das hinlandet. Die Wachspiel ist da deutlich wichtiger. Au! Ja, die Wachspiel ist da. Um einiges heftiger. 62 hat er mir zugefügt. Und die werden überflutet. Ich muss sagen, diese Musik ist schon richtig episch. Die passt schon zum Sub-Dev. Ja, da ist der eine weg und da schwimmt auch der andere. Ohne eine Animation. Somit nähern wir uns dem Ende. Ich sollte nur aufpassen, dass ich jetzt nicht aus Versehen in die unsichtbaren Flammen laufe. Ich glaube, hier ist nichts mehr los. Es wird Zeit für das Verderben. Das haben sie zwar nicht bestellt, und es geht aufs Haus. Keine Erfolge da aussieht. Ja, den. Das wird gefährlich. Wow, Vorsicht. Oh, Koczynski. Der Koczynski jetzt gerade rumfliegt. Der ist immerhin nicht dahin geflogen, wo der El Shiro ist, aber ja. Sind die safe? Ich weiß es doch nicht. Ja, Kiri ist safe und der El Shiro gerade noch so auch. Wenn mich meine Augen nicht trügen. Ja, der ist oben. Okay, wenn das der Esel nicht explodiert, ja, was willst du denn mit der Minenwelle hier?
Er kann höchstens auf ein Erdbeben hoffen, sodass der Chiro dann dahin fliegt und dann das Labor oder aus Versehen in Stücke zerfällt. Ups, da ist schon eine Mine da, ein bisschen abgeprallt und ist auch noch ein bisschen zum Bergfried gelandet. Ist nicht schlimm. Hallo alle zusammen! Und somit verabschiedet sich der Part hier. Die Partie ist vorbei. Aber es geht gleich weiter. Wow, der hat's noch überlebt, aber egal. Ohne Festung hat der Leben keinen Sinn. Ja, das passt perfekt.